Das Jahr 2022 geht zu Ende und damit auch das bisher spannendste Jahr für den Microsoft Flight Simulator. Was sich dieses Jahr getan hat und was wir vor allem im nächsten Jahr vom Flugsimulator erwarten dürfen, wollen wir uns heute zusammen anschauen. Viel Spaß damit! Wir erinnern uns mal kurz zurück an den Beginn des Jahres. Gerade ist die PMDG DC-6 erschienen und damit kam nach der Aerosoft CRJ der erste etwas größere Airliner in den MSFS. Der Simulator lebte zu dem Zeitpunkt, wenn wir ehrlich sind, hauptsächlich von Community-Mods und Szenerien neben ein paar kleineren Payway-Flugzeugen. Natürlich gab es schon viele Dinge, die den Simulator gut gemacht haben, für Hardcore-Simmer fehlten aber einfach noch die richtigen Airliner. Der einzig sinnvoll nutzbare Airliner war damals der Fly-by-Wire A320 Neo-Mod. Das war und ist auch bis heute ein super Flugzeug, das ständig weiterentwickelt wird, es fehlte aber einfach auch an Abwechslung. Zum Glück kam dann 2022. Das Jahr, das den Microsoft Flight Simulator endlich zu einem richtigen Simulator gemacht hat. Das Jahr begann mit einem großen Fly-by-Wire-Update fürs LNAV, also die laterale Navigation des Flugzeugs. Etwas später folgte dann auch die erste Version des VNAV. Nun konnten wir auch auf die häufige Frage, "Does it have VNAV?" mit Ja antworten. Endlich war es auch möglich, einen Großteil der realen Prozeduren vernünftig im Autopiloten abzufliegen, ohne dabei ständig Angst haben zu müssen, dass der Flieger wieder irgendwas Komisches macht. Kurz danach erschien das World Update 7 für Australien und lieferte uns damit eine weitere, wunderschöne Gegend, natürlich wie immer mit neuen Satellitendaten und vielen Sehenswürdigkeiten. Auch dieses Jahr haben Microsoft und Asobo es wieder geschafft, jeden Monat ein Update für uns zu bringen, alle selbstverständlich kostenlos. Und Anfang Mai war es dann endlich soweit. Mit der PMDG 737-700 kam der erste richtige Payware-Airliner in den Flugsimulator, der die Community auch direkt überzeugt hat. Endlich gab es eine Alternative zum ständigen Fly-by-Wire-Fliegen. Aber es wurde noch besser, denn im selben Monat veröffentlicht Phoenix Simulations den lang ersehnten Study Level A320 und setzte damit definitiv neue Maßstäbe in Sachen Systemtiefe. 280 einzelne Sicherungsschalter inklusive der Systeme dahinter sind simuliert. Außerdem können wir über 400 Fehler einstellen und das Ganze natürlich in einem Flugzeug, das nahezu perfekt den echten A320 simulieren kann. Dank der zwei Flieger, dem Phoenix und der PMDG, haben jetzt auch viele langjährige Flight-Simmer endlich den Schritt gemacht, auf den Flight Simulator 2020 zu wechseln. In den Sommermonaten folgten auch ein paar Sim-Updates, die weiter die Stabilität und Performance verbesserten. Im Wechsel zu den Sim-Updates kamen auch noch vier weitere World-Updates raus. World Update 8 hübschte Spanien und Portugal auf, World Update 9 Italien und Malta und World Update 10 und 11 die USA bzw. Kanada. Im Sommer gab es dann zu unserer Freude auch das erste City-Update, in dem dann einige deutsche Städte, wie zum Beispiel Dortmund, nochmal optisch verschönert wurden. Noch größer war die Freude, als dann Ende August die größere PMDG 737-800 erscheint und damit auch das meistverkaufte Passagierflugzeug der Welt endlich toll simuliert im Sim vorhanden war. Auch die JustFlight BAE 146 und die Madoc MD-82 sind seit diesem Jahr im MSFS weitere wirklich tolle Airliner. Die größte Freude kam bei den meisten aber sicher auf, als im November der Microsoft Flight Simulator als ältestes Franchise von Microsoft seinen 40. Geburtstag feierte und damit das wahrscheinlich größte kostenlose Update in der Flugsimulator-Geschichte veröffentlicht wurde. Endlich ist es auch möglich, die Welt im Hubschrauber oder Segelflieger zu erkunden. Was, wenn wir alle mal ehrlich sind, wirklich nochmal eine andere Hausnummer als Airlinerfliegen ist. Auch legendäre Flugzeuge wie die Spruce Goose, die Spirit of St. Louis oder die Douglas DC-3 wurden uns durch dieses Update quasi geschenkt. Und nicht zu vergessen, kam ja mit dem Inibils A310 in diesem Update auch der erste gut simulierte Airliner für jedermann in den MSFS, auch für die mittlerweile riesige Xbox-Community. Spätestens nach dem Geburtstagsupdate ist es also wirklich für jeden was dabei, der Spaß am virtuellen Fliegen hat. 2022 war also für den Microsoft Flight Simulator das bisher wichtigste Jahr. Mit 2023 steht uns aber auch kein weniger spannendes Jahr bevor. Schauen wir uns also mal an, was uns da erwartet. Zusätzlich zu den bisher schon unglaublichen fast 1000 Szenerien im Marktplatz werden viele weitere neue Szenerien veröffentlicht werden, die zum Teil auch schon länger angekündigt sind. So können wir uns zum Beispiel auf eine Aerosoft Oslo Szenerie freuen, die auf diesen Bildern wirklich ein fantastisches Detaillevel aufweist und sicher großartig wird. Auch von OpX, Flight Temper, Simix und Co. dürfen wir wieder sicher einiges erwarten. Und auch flugzeugtechnisch können wir uns auf eine Menge freuen. Als erstes kommt die noch fehlende PMDG der 737-Reihe, die 737-900. Dank der bereits veröffentlichten Modelle wissen wir bereits, dass sie nicht nur eine wirklich gute Performance auch bei gewöhnlicher Hardware liefert, sondern auch ziemlich gut simuliert ist.
Außerdem arbeitet PMDG auch schon mit Hochdruck an einem Tablet für die 737. Ihr kennt es aus dem Phoenix oder dem A310, so ein Tablet ist schon echt ein sehr hilfreiches Tool. Bleiben wir noch kurz bei PMDG, denn nicht nur daran arbeiten sie für 2023. Denn auch der erste Langstreckenflieger aus deren Haus soll in diesem Jahr veröffentlicht werden. Die lang ersehnte Boeing 777. Nicht nur im echten Leben ist das ein beeindruckendes Flugzeug, auch im FSX oder P3D konnte man schon sehen, welch gutes Niveau PMDG mit ihrer Simulation davon erreichen kann. Ein hohes Level of Detail dürfen wir also sicher auch hier erwarten. Es ist noch nichts genaueres über einen Release-Zeitraum bekannt, aber nach der letzten 737 wird dieses Flugzeug sicherlich ihr Hauptaugenmerk sein. Wir können uns also vermutlich im Sommer langsam auf das Schmuckstück freuen und auch endlich in einer Boeing die Langstrecke erkunden. PMDG untersucht übrigens, ob sie die größte Version der 777, die 777X, auch entwickeln werden. Das wäre natürlich der Hammer, denn dieses Flugzeug gibt es bisher noch in keinem Simulator, wäre also eine echte Premiere. Mit etwas Glück bekommen wir gegen Ende 2023 vielleicht sogar auch schon die PMDG 747, die Queen of the Skies, ein weiteres lang ersehntes Flugzeug, das sicherlich auch keinen enttäuschen wird. Viele Infos dazu sind aber auch noch nicht bekannt. Welcher Langstreckenflieger hingegen nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen wird, ist der Aerosoft A330, der übrigens von einem externen Studio entwickelt wird. Ein paar Bilder und ein kleines Preview-Video vom mitgelieferten Tablet haben wir ja schon zu sehen bekommen. Wie gut, aber vor allem auch wie tief der Flieger simuliert sein wird, werden wir dann erst wissen, wenn das Flugzeug dann erscheint. Der Durchschnittszimmer dürfte damit aber sicherlich glücklich werden und ein weiteres schönes Flugzeug in seine Flotte aufnehmen können. Auch Inibills wird nach dem A310-Release nicht ruhen und wird neben weiteren Szenerien auch einen Airbus A300-600 Frachter für den Flugsimulator entwickeln. Diesmal das Ganze allerdings als Payware. Die etwas kleinere Version des A300, den A310, kennen wir ja jetzt schon. Wir dürfen uns also sicher auch hier auf eine gute Simulationstiefe freuen. Endlich also auch mal eine gute Nachricht für alle, die gerne hin und wieder mal Frachtflugzeuge fliegen. Wo wir schon bei Langstreckenfliegern sind, können wir 2023 mit etwas Glück vielleicht mit einem der modernsten und größten Airliner von Airbus abheben, dem A380. Genauer gesagt dem Fly-by-Wire A380, der ist ja seit einiger Zeit in Entwicklung und mittlerweile gibt es schon einige Screenshots und sogar Videos, die auf ein Release im kommenden Jahr hoffen lassen. Es ist natürlich klar, dass das ein Community-Projekt ist und auch noch einiges zu tun sein wird, aber vielleicht können wir ja zumindest schon mal eine Alpha oder Beta davon testen. Bis der Flieger massenreif ist, wird es aber auf jeden Fall noch eine Weile dauern. Ähnlich verhält sich es auch mit dem Digital Flight Dynamics A350. Zwar gab es schon einige Screenshots zu sehen, die auch wirklich vielversprechend aussahen, aber auch dabei handelt es sich um ein Community-Projekt, das sicherlich noch Zeit benötigen wird. Aber lieber das Flugzeug erst fertig entwickeln lassen und sich dann darüber freuen, als sich über ein unfertiges Flugzeug aufregen zu müssen. Ich bin auf alle Fälle sehr gespannt, wie das 2023 weitergeht. Hingegen schon gesichert ist, dass im März die ATR-72 durch Asobo erscheinen wird, zwar als Payware, aber auch hier dürfen wir vom Drittentwicklerstudio rund um Hans Hartmann ein tolles Produkt erwarten. Endlich also auch ein Propeller-Airliner im MSFS, jetzt fehlt nur noch die Dash 8. Auch Just Flight wird seine BAE-146-Reihe fortsetzen und den Nachfolger des Fliegers, den Avrojet, der übrigens auch mal für Lufthansa und die Swiss unterwegs war, in seinen verschiedenen Varianten releasen. Ähnlich zur BAE dürfte das Flugzeug sicher für den einen oder anderen von euch neue Herausforderungen bereithalten. Ihr seht also, es gibt einiges an Flugzeugen, auf die wir uns freuen können und das war ja jetzt auch nur ein Ausschnitt davon. Ein Link mit allen Flugzeugen, die gerade für den Microsoft Flight Simulator entwickelt werden, habe ich euch übrigens in die Beschreibung gepackt. Ich bin auch gespannt, was wir nächstes Jahr noch von Phoenix und FS Labs erwarten können, beide haben ja auch schon einiges angekündigt. Abgesehen davon haben auch Microsoft und Asobo wieder weitere große Updates geplant, auf die wir uns freuen können. Im Januar gibt es ein großes Update für bestehende Flugzeuge, wie zum Beispiel die CJ4. Die bekommt ein neues Flugmodell, neue Sounds, Tickers und viele weitere coole Features. Auch was, das wir sicherlich mal austesten werden. Im Februar kommt dann schon das nächste World Update, Nummer 12. Diesmal hat man sich für Neuseeland entschieden. Passend dazu wird auch als Local Legend die DHWLand DHC4 Caribou erscheinen. Neuseeland kann ich euch übrigens allen empfehlen im Simulator, besonders der Anflug auf Queenstown ist echt atemberaubend. Außer natürlich, man hat mal wieder 330 Knoten Seitenwind im Anflug. 110, 120, wir haben eine Groundspeed von 30 Knoten. Wir haben jetzt literally auf unserer Stelle umgedreht und fliegen jetzt wieder zurück. Na klar, Asobo. Zusätzlich dazu sind noch 3 bis 4 weitere World Updates geplant, genauso wie 3 City Updates, 6 Local Legends und mindestens ein Sim Update. Zusätzlich kommen dann noch 6 Famous Flyer. Der erste davon wird die eben angesprochene ATR sein.
Und auch drei Überraschungsupdates hat uns Microsoft angekündigt. Mehr ist dazu noch nicht bekannt, es bleibt also spannend, was da kommen wird. Wir können also festhalten, 2022 war spannend, aber auch 2023 können wir uns auf noch mehr Neues im Flugsimulator freuen. Der Sim und die Software drumherum werden ständig weiterentwickelt, um uns das so schön wie möglich zu machen, was wir alle am liebsten tun: virtuell fliegen. Schreibt mir sehr gerne jetzt mal in die Kommentare, worauf ihr euch im nächsten Jahr im MSFS am meisten freut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und seid genauso in Vorfreude auf das nächste Jahr im Flugsimulator wie ich. Schaut, wenn ihr möchtet, gerne auch mal bei Twitch vorbei. Und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und ein Abo. Ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Jahr wieder. Ich wünsche euch frohe Weihnachten, kommt alle gut ins neue Jahr und habt wie immer always happy landings.